Willkommen zurück, wieder an unserem Händler und wieder mit dem lieben Robert dabei. Hallöchen. So, und wir haben verkauft, wir haben gekämpft, wir haben gelitten, wir haben geweint und wir haben es jetzt mit Unsterblichen zu tun. Großartig. Großartig, was Besseres gibt's nicht. Nee. So, wir haben jetzt hier den Schlüssel für die Tür 2. Das ist der. So. Und es gibt noch eine Neuerung. Ich habe jetzt einen Kater auf meinem Schoß liegen. Ausgezeichnet. Ja, noch schnurrt er. Er hat mich heute früh zum Bluten gebracht. Also vorhin genau gesagt. Ich kam aus der Nachtschicht, also ist jetzt gerade für mich früh. Was hat er gemacht? Also, er wollte meine Liebe nicht, sag mal das mal so. Ach so. Und er hat sie mich dann abgewehrt und jetzt, und dann hatte ich plötzlich Nasenbluten, weil er schön mit der Kralle in meiner Nase eingehakt ist. Das heißt, dein Chef war nicht fasziniert von dir. Nee. Die hasse ich, die nerven mich. Die Kanisterköpfe da? Was? Die Kanisterköpfe. Naja, Kanisterköpfe. Ja, kann ich da irgendwie verstehen. Gelbes Kraut. Ich höre hier schon wieder was baumeln. Ach da. Im Schloss hat es irgendwie mehr an die Decke gepasst als hier. Ein silberner Jetson. Und gib mir Munition. Zeichen. Und guck mal, was da ist. Und guck mal, was da ist. Oh, Jiggle Und da hier drin und da drin, das sind bestimmt auch welche. Also 4 Stück. Nein, nein. Wir gucken erstmal bleib hier. zu. Raya, wir müssen da rein. Nein. Ah, das ist eine Kiste erstmal. Ah. Vielleicht schlafen sie. Sei leise. Okay. Also nur flüstern. Ja. Wir finden viel zu viel Gewehrmunition. Das gefällt mir nicht. Ja, auch nicht. Sorry. Ich meinte Leon. So. Während eines kürzlichen Stromausfalls erwachte ein Testsubjekt aus der Kryostase, brach aus seinem Haltetank aus und flüchtete. Das Subjekt konnte nach 20 Stunden gefangen und die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt 7 Personen starben bei dem Vorfall, 19 wurden verletzt. Ein toter Mitarbeiter sowie eines unserer Werkzeuge konnten bis dato nicht aus dem Körper des Subjekts geborgen werden. Was? Werkzeuge. Die Ursache für diesen Unglücksfall liegt in der instabilen Stromversorgung. Die veralteten Generatoren werden unserem anspruchsvollen Zeitplan nicht gerecht. Wenn wir solche Vorkommnisse in Zukunft verhindern wollen, muss das Management mehr auf die Bedürfnisse der Ingenieure eingehen, statt immer nur die der Forscher. Finde ich auch. Wetten, dass wir den, wenn wir den Zettel weglegen, dass plötzlich Stromausfall ist. Oh, ich wette nicht auf sowas, aber ja, wird sein. Mal. Kann man auf mehrere setzen? Was ist denn die LE5? Das ist Das unsere neue, die. neue. Boah, da setzt man das auf das Sturmgewehr, oder? Das ist doch viel geiler, wenn man das auf dem Sturmgewehr. Das Sturmgewehr ist auf dem Platz 6. Ja, und das siehst du, guck, da siehst du die Viecher drin. Da kannst du schneller schießen als mit den Scheiß. Soll ich drücken? Ich Ja. möchte eigentlich nicht. Hä? Okay. Ach so, es ist gesperrt. Warum ist es gesperrt? Really?
War da nicht irgendwas von einem Werkzeug im Körper des Subjekts? Oh nein. Oh doch. Operation. Guck, da sind sie. Ja, und die musst du dann erschießen. Weißt du was? Ich mach gleich alle nieder. Ah. Oh. Das haben wir ganz erwischt. Geil. Oh, Ausgezeichnet. es ist geil. Damals hattest du nur den Sniper. Oh, es ist entspannend. Oh, das Fleisch ist die Angst weg. Kann ich mich so hinstellen, dass ich beide mit einem Schuss? Ja. Jawollo! So muss man das machen. Das ist Können. Haben jetzt nur noch 9 Schuss, aber ist ja egal. Oh Gott. Was eine Animation. Oh, die sehe ich gerade gerne. Viel angenehmer. Klingt gut. Aber was, aber was? Rotes Kraut. MP-Munition, sehr gut. Ich habe schon wieder nur noch 14 Schuss. Da war dann noch was drin? Nee. Gut, ne? Ja. Mich würde aber mal interessieren, was für Munition brauchen wir für das Sturmgewehr? Gewehrmunition? Haben wir nicht. Ach doch, das ist quasi dieselbe wie hier. Ja. Ja. Gut, wir haben keine mehr. Tja. Brauchen wir Sprott. Wieso ist sie gelb? Der Kantenmaler. War quasi, war bestimmt die letzte Farbe, die alle werden musste. Genau, oh shit, ich muss mein Soll noch erledigen. Da, Matsch, fertig. Ah, ich weiß, wo wir sind. So, hier ist aber nichts mehr. Nee. Ah, hier sind wir. Okay, und jetzt kommen wir hier rein, quasi. Sonnenbrille macht das alles noch viel cooler. Naja, los. Fritz rein.
Ganz schlechtes Timing. Und Ende des Kapitels. Hey. Ab in Kapitel 14. Nett. Spät. Nein. Danke. Die Medizin kam gerade richtig. Kannst du stehen? Wo ist Luis? Er hat sich Sorgen gemacht. Bis zuletzt. Komm. Ja, wir vermissen Louis auch. Wir hätten lieber dich geopfert. Sohn. Für Luis. Genau. Ey, da komm. Es gibt ein Labor, in dem wir die Parasiten entfernen können. Dachte, dass du wüsstest, wo es sein könnte. Ihre wichtigsten Einrichtungen befinden sich im Heiligtum auf dem Berg. Versuch's dort. Ada, das wandelnde Lexikon. Tagebuch eines Forschers. Wir wurden ohne Vorwarnung eingesperrt. Sie bringen einen nach dem anderen in den Nebenraum. Ich weiß nicht, was dort passiert. Eben haben sie Annabelle geholt. Als nächstes bin wohl ich dran. Ich muss nachdenken, muss meine Gedanken ordnen. Lagerinfizierte sind Lord Sadler hilflos ausgeliefert. Wenn er es anordnet, arbeiten sie sich mit einem Lächeln auf den Lippen zu Tode. Ungünstigerweise sind die Wirte für komplexere Aufgaben so gut wie nicht zu gebrauchen, da ihre Intelligenz quasi auf das Niveau eines Regenwurms fällt. Dennoch waren wir in der Lage, eine neue, überlegene Plagerspezies zu entwickeln. Wir verfügen nicht über die Fähigkeit zur Verwandlung, dafür aber beeinträchtigt sie nicht das kognitive Leistungsvermögen des Wirts. Wie es aussieht, wollen sie diese neue Spezies dem Mädchen verabreichen. Offensichtlich ist es von Bedeutung, dass ihre Intelligenz durch die Infektion nicht beeinträchtigt wird. Alle Tests, die wir durchführten, waren erfolgreich und die Pläne für die Massenproduktion stehen bereits. Kurz gesagt, das Projekt ist ein voller Erfolg. Aber jetzt bin ich eben hier eingesperrt und im Nebenraum bereiten sie gerade alles vor, mir die überlegene Spezies zu injizieren. Annabelle ist nicht mehr sie selbst. Das Lächeln auf ihrem Gesicht ist komplett verschwunden. Würde sie nicht schreiben, wäre ich schon längst verrückt. Würde ich nicht schreiben, wäre ich schon längst verrückt geworden. Auch wenn das hier sicher niemals jemand lesen wird. Doch, namenloser Ja. Forscher. Somit, frohlocket vor Freude. Die Tür. Ach ja, jetzt kommt. Ja. Ah, stimmt, jetzt kommen wir da lang. Schaffst du's? Was denkst du denn? Siehst du, Mensch, sie ist doch gar nicht so schlecht. Schneller. Mittlerweile im Schlaf. Ah ja, besser. Eine Kiste. Haarfarbe blau. Und ein neuer Hey, Ton. da können wir uns gleich vielleicht schon ein Ding holen, neues. Was? So eine neue Glücksbox, Lootbox. Achso, ja. Blaue Medaillons. 5 Stück, da müssen wir mal gucken. So, aber viel wichtiger. So. Oh, erinnerst du dich noch an die Zeit mit diesen PCs? Oh ja, good old times. Hm. Hab neue Ware bekommen. Ich hab was Neues für dich. Schraubenschlüssel behalten oder verkaufen? Weg.
Ja, Hochkristall auch. Den heben wir mal auf. Stufe 3 kann auch weg. Der seltsame Quader, Verliesschlüssel und so. Alles weg, hoch. Weil umsonst könnten wir das nicht verkaufen, denke ich mal. Ja. Den kleinen behalten wir mal. Obwohl, da haben wir noch schon einen. Okay, dann verkaufen wir einen. Rohkristall. Gut, das reicht. Ja, gut Geld. Oder? Machen wir es? Ja, komm. Machen wir, machen wir. Bist du beeindruckt? Höhö. Bei dem handwerklichen Vielleicht noch eine Geschick ist das ein Nachladegeschwindigkeit? Wunder. Nö. Oh, nö. Ach, doch, okay. Für Aber nur diese einmal. Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl. Ich würde aber jetzt. Wir haben 16, naja. Wirst schon sehen. Was brauchen wir, um Dings herzustellen? Um Gewehrmunition? Brauchen wir diesen großen Schrott, den mit dem braunen. Kann man doch auch kaufen, oder? Ja, hier. Kein Platz. Egal, ich guck mal, warte mal. Oh, absolut gar kein Platz. Wo soll das noch hin? Deine Hosentasche? Du kannst das mit dem, ja, genau. Ein paar Vorratskäufe? Gute Entscheidung. Nicht schlecht. Ich hab. Stirb mir das. Nicht Haben wir wenigstens für das große Vieh noch mal ein bisschen Muni. So, wir können ja mal hier reingehen und können mal ein was machen. Nee. Wir müssen aktiv werden. Einmal schießen. Ein Makler. Ein was auf S machen. Machen wir das hier mit der TMP, oder? Ja. TMP ist, glaube ich, schwierig wegen ungenau, aber naja. TMP ist scheiße. Mann! Eine S, oder? B-Rang, ein Silberjet, aber für eine Box reicht das. Ja, ich will aber auf Dings kriegen. Was ist? Das war besser. Schon mal A. Das reicht mir. Guck mal, wie sie da sitzt. Oh la la. Dann dieser, nehme ich jetzt auf dieser dreckigen Kiste. Ja. Bist echt voll der Profi, hä? Wenn du wüsstest. Haben wir schon. Oder? Ja, Ja. Vipern, ja, haben wir schon. Jetzt haben wir nur noch eins. Ja. Davon schon, bist du schon erschöpft? Mädel. So, da kamen wir her und hier geht's weiter. Hey, Habe ich schon gespeichert? Nee, oder?
Wo ist hier die Schreibmaschine? Ach, da. Ja. Übrigens, morgen gehe ich ins Kino. Oh, welcher Film? Evil Dead Rise. Nice. Habe ich voll Bock drauf. Evil Dead ist eh mein Lieblings-Horror-Franchise, deswegen, ich glaube, das wird richtig, richtig geil. Glaube ich auch. Schade. Fliegen die im Kreis? Ne, die fliegen weg. Okay. Aha. 5 Stück waren es, okay. Dann lass mal auf Suche gehen. Tja, echt, was erwartest du von mir? Hier kommen wir bestimmt nicht rein. Nein! Hier die ganzen blauen Medaillons zu finden, ist eklig, glaube ich. Ich sehe halt legit gar nichts. Ah. Zwei noch. Also wenn das weiterhin so läuft, dann ist es vielleicht gar nicht mal so schlimm, aber ich glaube da irgendwie nicht dran. Meine Freundin war auch letztens in dem hier neuen Exorzismus-Film mit Russell Crowe. Hast du da mal den Trailer gesehen zu? Nee, ich habe in letzter Zeit wenig Trailer angesehen. Fällt mir dabei ein. Soll ganz lustig sein, halt kein Horror. Also, ja, aber soll ganz lustig sein. Oh. Also könntest du dir, glaube ich, auch mal angucken. Ich habe noch nicht gesehen. Gucken. Ja, er kommt auf die Liste, sobald er bei irgendeiner Pleitefirma ja, deswegen. Zum Anschauen ist. Voll Exorzismusfilme sind eigentlich immer lustig. Oh ja. Da fällt mir ein, es könnte mal bald mal wieder was Neues von Conjuring kommen. Bald kommt ein neuer Film von wie heißt das andere, eine andere Reihe, Insidious. Genau, Red Room. Genau, da freue ich mich drauf. Hast du eigentlich mal Twin Peaks gesehen? Nee. Eine großartige Mystery-Serie, wo es auch einen roten Raum gibt. Okay. Kann ich dir empfehlen. Könnte dein Fall sein. Ah ja, klar. Nee. Aber meine Liste momentan mit Filmen, die ist sowas von überlang, das ist gerade nicht feierlich. Ich müsste mir auch Mandalorian weiter angucken. Habe ich jetzt angefangen, die ersten 2 Folgen, die sind eigentlich ganz gut. Von der dritten Staffel. Oh, ja, muss ich auch noch. Ich habe aber als nächstes habe ich bei mir auf der To-Do-Liste The Last of Us. Ja, das haben wir auch noch auf der Liste. Ich muss auch noch Game of Thrones zu Ende gucken. Ich glaube, ich war bei der 7. Staffel. Da habe ich dann aufgehört. Ach, fehlt ja nur noch eine. Ja, aber man muss es halt mal machen. Also die 7. habe ich noch nicht beendet, sag mal so. Ah, okay, muss Alice. Alles klar. Ashley. Ach, sind beide gleich.
Ich glaube, die werden diese Situation auch nicht zu gebrauchen, oder was sagst du? Nein, Louis schon. Ja. Aber wer aus unserer Gruppe ist vergleichbar mit Louis? Ich. Ja, okay. Hallo? Ich rauche, ich habe lange Haare, ich habe eine große Klappe. Sie haben Ashley gefangen. Sie haben Ashley gefangen. Und sie haben Äsche gefangen. Ja, ich weiß, wo du bist. Nein, wir haben verloren. Tschüss. Alter. Wo haben die die weggetragen? Da gab es doch nur einen Ausgang. So, wo waren wir? Okay, 5 von 5. Weil es klingt immer so, als, du hast mal getroffen. So eine, ja, er hat eine. Was hast du gefragt? Bumm. Hier klingt so, als ob irgendwas hängt. Ja, Ja. sowas von. Da baumelt wieder einer. Ach ja. Problem ist, da muss ich mich jetzt wirklich beeilen. Aber wo haben die die weggetragen? Hier gibt es doch keinen zweiten Ausgang. Das war hier drinnen und hier hat sie den Hebel umgelegt. Na los. Können die ja nur hier rausgetragen haben? Ich weiß es nicht. Erstmal hier holen. Wir könnten aber die ausrüsten. Ne, die drei war's. Das gab es beim Original auch nicht. Da musstest du immer erst den Aktenkoffer und deine Waffe auswählen. Sie haben Esche. Sie hat ein paar Kugeln gefressen, alles gut. Vielleicht war es ein bisschen übertrieben, den ganzen Magazin auf den drauf zu jagen, aber. Ich habe dich gerettet. Holde Dame. Nein? Komische Schaltanlage. Also ich arbeite ja bei der Versorgungskraftwerk und so. Und das sieht bei uns anders aus. Nicht gut. Ah, sie sind wieder da. Yay. Messer kaputt. Entschuldigung. Gibt's hier noch was? Da kommen wir her. Gut. Okay, du kannst. Ja. Riecht das widerlich. Kommst du klar? Sieht auch widerlich aus. Oh ja. Damals im Ferienlager. Hier geht's weiter, aber vielleicht geht's da. Nee. Nee.
Also dann, beide gleichzeitig. Ja, ist gut. Ich hab kein Schimmer, was ich drücken musste. Ich habe einfach jede Taste gedrückt. Special Head, unser Keyboard to continue. Oh nein, wir haben Gewehr und Munition, du weißt, was das heißt. Oh ja, ich hör's jetzt durch. Wir wollen aber den anderen, den da war mal. Ashley, gleich siehst du richtig Jiggle Jiggle Action. Jiggle Jiggle. Ja, hier liegt mir für meine Vorliebe ein bisschen zu viel Munition. Ich finde aber dieser. Das ist jetzt die nächste Stadium. Die haben jetzt ganz viele Stacheln. Oh Gott. Nice. Wie fandest du's? Hässlich. Du bist auch nicht verletzt. Nein, alles gut. Weißt du, so ein halbes Dutzend Akupunkturstacheln im Giga-Chat-Kind. Mir geht's gut. Du musst mich nicht so anschreien, okay? Ah, eine Aufgabe. Ratten töten. Ich wusste es. Irgendwann wird es wiederkommen. Wir müssen die 4 Ratten töten. Dein Ziel ist gekommen. Deine Zeit ist gekommen. Endlich wieder. Ja. Ah, hier haben wir wieder so ein scheiß Terminal. Okay. Das heißt, wir müssen wieder Strom anmachen. Geh weg. Nein. Ein ganz mieses Gefühl. Wir werden da wieder so ein scheiß Regenerator rauskommen. Können ja nur. Übrigens, im Original hießen die, glaube ich, Regeneratoris. Ich weiß es nicht. Klingt spanischer. Ja, zumindest. Oh, wir haben auch langsam das Ende der Folge erreicht. Na dann, machen wir eine Cut. Jawohl, und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin, reingerockt.